Warum wollen ausländische Männer immer Nacktfotos sehen? Ist das normal im Westen? Diese Frage bekomme ich sehr oft von Thai-Frauen gestellt, unter anderem vor allem auch in den Kommentaren auf meinem thaisprachigen TikTok-Kanal, wo ich inzwischen über 316.000 Followers habe. Deshalb habe ich dann ein Video als Antwort auf diese Frage auf meinem Thai-TikTok-Kanal gemacht, was bisher über 400.000 Leute angeschaut haben. Die Reaktionen der Damen zu diesem Video und mehr zu diesem Thema gibt's gleich. Hallo miteinander, wie geht's euch? Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin der Georg Thai Thai und ihr seid auf MyThai24. Einen wunderschönen guten Abend aus Thailand. Wie im Vorspann bereits erwähnt, fragen mich unter anderem auf meinem thaisprachigen TikTok-Kanal Thai-Frauen sehr häufig, warum viele Phalangs, also westliche Ausländer, Nacktfotos von ihnen anfordern und ob das normal wäre. Diese Frage sehe ich nicht nur in den Kommentaren unter meinen Videos oder auf meinen anderen thailändischen sozialen Medienseiten häufig, sondern auch sonst wo im Internet. Es gibt mehrere Beiträge zu dieser Frage und Thema im thailändischen Internet, unter anderem Videos auf YouTube mit vielen Views, wie beispielsweise das hier von dieser thailändischen Dame, das ca. 157.000 Leute angeschaut haben. Viele thailändische Damen bestätigen in ihren Kommentaren unter Videos und Posts zu diesem Thema, dass sie das auch schon sehr oft erlebt haben, also dass westliche Männer Nacktfotos von ihnen sehen wollen. Den meisten ist das natürlich sehr unangenehm, teilweise sind sie auch schockiert. Vor allem auch, weil es sehr viele Männer gibt, die gleich am Anfang, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat, nach Nacktfotos fragen. Da es so häufig vorkommt, denken viele, dass das normal in der westlichen Welt wäre und versuchen deshalb sogar irgendwie noch Verständnis dafür aufzubringen und sich anzupassen und fühlen sich durch dieses Missverständnis, dass das wohl ein Teil der westlichen Kultur wäre, dazu reingedrängt, dann doch Nacktfotos oder oben ohne Fotos oder zumindest Fotos von ihnen in knappen Kleidern an den westlichen Mann zu schicken. Obwohl das sehr konträr zur thailändischen Kultur ist, in der man eher wenig Haut zeigt und sehr viele sogar im T-Shirt schwimmen gehen. Gerade auch, weil zu diesem Thema wirklich ein ziemlich großes Missverständnis bei doch sehr vielen Thai-Frauen vorliegt. Also, dass sie wirklich meinen, dass das normal im Westen wäre, dass man sich gleich am Anfang einer Bekanntschaft Nacktfotos zuschickt, habe ich dann auch ein Video zu diesem Thema auf meinem thailändischen TikTok-Kanal gemacht, in dem ich darüber aufgeklärt habe, dass, wie gesagt, bisher über 400.000 Leute angeschaut haben. Hier kurz ein Ausschnitt aus diesem Video. Ein Link zu diesem Video gibt es hier unten in der Beschreibung. Natürlich habe ich in diesem Video klargemacht, dass das keineswegs normal im Westen ist, dass Männer gleich am Anfang, wenn man sich kennenlernt, Nacktfotos von Frauen anfordern. Und dass dies auch im Westen als enorm respektlos gegenüber einer Frau gilt und dass das kaum eine westliche Frau akzeptiert würde, dass ein Mann so mit ihr umgeht und auch klar gemacht, dass es absolut sinnlos ist, mit so jemand sich einzulassen, wenn man nach einer langfristigen und ernsthaften Beziehung sucht. Auf das Video habe ich sehr viel Feedback in den Kommentaren bekommen. Die Reaktionen der Thai-Damen in den Kommentaren präsentiere ich euch gegen Ende von diesem Video. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, bitte bis dahin durchhalten. Vielen Dank! Davor sprechen wir noch über folgende drei Fragen bzw. Punkte. Erstens, welche Gründe gibt es sonst noch, dass Thai-Frauen denken, dass es normal im Westen ist, sich Nacktfotos zuzuschicken? Wie kommt es zu diesem krassen kulturellen Missverständnis? Zweitens, warum nehmen sich westliche Männer bei Thai-Frauen etwas raus, was sie sich niemals bei Frauen in der Heimat getrauen würden? Drittens, Thai-Frauen stellen ausländische Männer wegen Nacktfotos öffentlich an den Pranger. Okay, legen wir los mit den drei Fragen bzw. Punkten. Erstens, welche Gründe gibt es sonst noch, dass Thai-Frauen denken bzw. vermuten, dass es normal im Westen ist, dass Männer Frauen nach Nacktfotos fragen und es dann teilweise sogar noch machen, obwohl es sehr im Widerspruch zu ihrer eigenen Kultur steht? Wie kommt es zu diesem krassen kulturellen Missverständnis? Allgemein kommen westliche Ausländer, insbesondere auch Europäer, insgesamt in Sachen Hautzeigen und Nacktheit sehr freizügig für Thailänder rüber. Gerade auch, weil man zumindest am Strand und auch sonst wo beim Baden und Sonnen viel Haut zeigt. Viele westliche Frauen sich beispielsweise auch oft oben ohne Sonnen und baden und nicht selten für Thai-Verhältnisse sehr knappe Badehöschen anhaben. Darüber hinaus haben auch nicht wenige Thais von FKK-Stränden und gemischten Saunen in Europa gehört, wo alle nackt sind.
Ganz im Gegensatz zu Thailand, wo Saunen so gut wie immer getrennt nach Geschlecht sind und man auch immer noch mindestens ein Handtuch umgebunden hat. Also auch aufgrund dieser lockeren Einstellung zur Nacktheit im Westen denken sicher viele Thais und vor allem Thai-Frauen auch, dass es auch deshalb durchaus sehr wohl im Bereich des Möglichen sein könnte, dass es normal ist, dass man gleich am Anfang, wenn sich Männlein und Weiblein kennenlernen, Nacktfotos zuschickt. Darüber hinaus kommt noch dazu, dass manche Thai-Frauen auch von anderen Thai-Frauen hören, dass das wohl normal so im Westen ist, weil diese das auch falsch verstanden haben. Deshalb kommt es dazu, dass einige Thai-Frauen, also selbst auch normale Thai-Frauen, die nicht im ältesten Gewerbe arbeiten oder dem nahestehen, dann sogar Nacktfotos von sich oder zumindest einige Fotos, wo sie viel Haut zeigen, dem westlichen Ausländer zuschicken, wenn sie dazu aufgefordert werden. Obwohl es ihnen, wie gesagt, sehr widerstrebt. Sie machen es also aus Rücksicht gegenüber dem vermeintlichen kulturellen Brauchs der westlichen Männer und weil sie befürchten, dass sie sich es vielleicht mit dem Mann verderben, wenn sie der Aufforderung nicht nachkommen. Viele der Damen, die Nacktfotos den Ausländern zuschicken, getrauen sich das wohl auch eher, weil sie denken, dass das so oder so nur Ausländer sind, die sich irgendwo weit weg von Thailand im Ausland befinden und in Thailand würde das ja so oder so niemand mitbekommen. Zweitens. Warum nehmen sich westliche Männer bei Thai-Frauen etwas raus, was sie sich niemals bei Frauen in der Heimat getrauen würden? Da gibt es mehrere Gründe dafür. Ein wichtiger ist wohl in jedem Fall, dass Thailand immer noch bekannt ist für Sextourismus. Und gerade auch viele westliche Männer, vor allem an Touri-Orte wie Pattaya gehen, wo es sehr viele Prostituierte gibt. Und auch sonst viele thailändische Damen, die dorthin kommen, um einen Ausländer kennenzulernen wegen dem Geld. Und viele dieser Damen sind oft sehr viel freizügiger als normale Thai-Frauen und zeigen teilweise sogar unaufgeforderte Nacktbilder oder irgendwelche sexy Bilder von sich in sehr knappen Outfits, weil sie einfach denken, dass das ein Teil des Geschäfts wäre und sich so mehr Kunden und mehr Geld bekommen. Dadurch bekommen also viele westliche Männer einen falschen Eindruck von Thai-Frauen. Zudem sind viele der Thai-Ausländer-Dating-Portale überschwemmt von Damen, die im ältesten Gewerbe arbeiten oder dem nahestehen bzw. halt Damen sind, die nach westlichen Ausländern schauen, weil sie sich Geld von denen erhoffen. Und gerade diese Damen schicken dann auch, wie gesagt, unaufgefordert Nacktbilder oder Bilder, auf denen sie äußerst knapp und sexy angezogen sind. All das lässt natürlich dann viele westliche Männer denken, dass Thai-Frauen easy sind und dass es okay für sie ist, Nacktfotos zu schicken. Also wie gesagt, durch die vielen käuflichen Damen, mit denen es viele westliche Ausländer zu tun haben, bekommen die Ausländer einen ganz schiefen und falschen Eindruck, wie normale Thai-Frauen eigentlich sind. Zudem ist sicherlich auch bei vielen westlichen Männern ein Grund, dass sie sich getrauen, Thai-Frauen nach Nacktfotos zu fragen, weil sie sich viele Tausende von Kilometern weg von der Heimat im fernen Südostasien befinden und einen ja dort so oder so keiner kennt und dann deshalb so ungeniert einfach fragt. Und zudem denken sich auch viele, dass sich Thai-Frauen so oder so nicht wehren würden, weil sie ja gerade am Anfang so harmlos lieb und nett rüberkommen und auch so weit weg sind. Drittens. Thai-Frauen stellen ausländische Männer wegen Nacktfotos öffentlich an den Pranger. Neben dem, dass westliche Männer Thai-Frauen nach Nacktfotos fragen, ist auch ziemlich verbreitet, dass westliche Männer, ohne dass die Thai-Frau darum bittet, oft auch am Anfang in der Kennenlernphase gleich Nacktbilder oder sogar Bilder von ihren Genitalien der Thai-Frau zuschicken. Das passiert auch so oft, dass es zu diesem Thema im thailändischen Internet auch mehrere Beiträge dazu gibt und auch mit der Frage, ob das normal im Westen ist und wie man sich am besten verhält, wenn ein westlicher Ausländer Nacktfotos zuschickt. Darüber hinaus gibt es auch nicht wenige westliche Männer, die Thai-Damen anrufen, beispielsweise über Facebook Messenger und zeigen sich dann gleich komplett entblößt und masturbieren teilweise sogar, was natürlich die Damen erst recht erschrickt und schockiert. Übrigens haben westliche Ausländer bei vielen Thailänderinnen unter anderem wegen diesen Nacktfotos und sich nackt zeigen den Ruf weg, obszön, schmutzig oder sogar pervers zu sein. Es gibt also natürlich auch viele Thailänderinnen, denen das auch schon länger her klar ist, dass das nicht normal sein kann, auch nicht im Westen, dass man sich gleich am Anfang Nacktfotos zuschickt. Und für viele ist das auch so inakzeptabel, dass sie sich in geheimen Facebook-Gruppen zu diesem Thema gegenseitig austauschen und vor Männern warnen, die schnell dabei sind, Nacktfotos von sich zu verschicken. In diesen Facebook-Gruppen werden dann tatsächlich Profile inklusive von Fotos und auch Nacktfotos der Männer, die sie den Damen zugeschickt haben, gepostet mit der Warnung vor diesen Männern, also dass man von denen in jedem Fall die Finger weglassen soll.
Und man muss wissen, dass in diesen Gruppen, in diesen Facebook-Gruppen, teilweise Zehntausende von Thai-Frauen sind, die das dann sehen. Also da steht dann schon so manch ein Mann dann mehr oder weniger öffentlich vor vielen Tausenden von Thai-Frauen am Pranger. In diesen Gruppen tauschen Thai-Frauen sich übrigens nicht nur über Männer aus, die ihre Nacktbilder durch die Gegend schicken, sondern überprüfen auch, ob die westlichen Männer, mit denen sie gerade anbandeln oder mit denen sie sogar schon eine Beziehung haben, mehrgleisig fahren oder ob sie es ernst mit ihnen meinen. Das machen die einfach, indem sie Fotos von dem jeweiligen Mann, von dem Profil der Dating-Website in die Facebook-Gruppe posten und fragen, ob eine andere Frau mit denen schon zu tun hatte oder noch zu tun hat. Übrigens habe ich zu diesem Thema auch schon ein Video auf meinem Kanal gemacht mit dem Titel "Wie euch viele Thai-Frauen in geheimen Facebook-Gruppen überprüfen, an den Pranger stellen". Einen Link dazu, also zu diesem Video, gibt es in der Beschreibung dieses Videos. Okay, jetzt noch zu den versprochenen Reaktionen der Thai-Damen auf mein thaisprachiges Video auf meinem Thai-TikTok-Kanal. Insgesamt habe ich bei diesem Video, das bisher wie gesagt über 400.000 Leute angeschaut haben, über 30.500 Gefällt mir bekommen, über 800 Kommentare. Nachfolgend präsentiere ich euch einen Auszug aus den Kommentaren. Das sind Kommentare, die sehr häufig vorkamen und oder auch Kommentare, die sonst irgendwie erwähnenswert sind. Legen wir gleich mit den ersten Kommentaren los. Kurz noch vorneweg, um zügiger voranzukommen, lese ich nicht die thailändischen Originalkommentare vor, sondern nur die deutsche Übersetzung. Die erste Dame hier sagt einfach, das ist wahr, mit dem sie den Inhalt meines Videos meint. Das zweite hier stimmt auch dem Inhalt meines Videos zu. Und die dritte hier bedankt sich sehr für meine Infos bzw. Wissen, was ich in dem Video vermittle. Hier auch noch einmal Damen, die sich für mein Video bedanken und dem Inhalt zustimmen. Von solchen Kommentaren gab es sehr viele. Also sehr viele der Damen waren wirklich dankbar für die Info und diese Klarstellung, wie es tatsächlich im Westen ist. Also dass das natürlich absolut nicht normal ist. Ist, sich gleich am Anfang Nacktfotos zuzuschicken. Zu den nächsten Kommentaren. Die erste Dame sagt, das passiert mir oft, also dass Männer Nacktfotos anfordern, ich blockiere die dann alle. Die Dame unten sagt, das passiert mir ständig, vielen Dank, dass Sie es öffentlich sagen, also die bedankt sich, dass ich öffentlich dieses Thema anspreche. Nächster Kommentar. Die Dame sagt, Phalangs, also westliche Ausländer, verachten Thai-Frauen, schauen auf sie runter, so wie Männer von anderen Ländern auch. Wenn man sowas liest, macht das einen schon traurig. Leider scheint dies bei vielen Männern wohl die Wahrheit zu sein, dass sie tatsächlich auf Thai-Frauen runterschauen und denken, sie können, was sie wollen, mit ihnen machen. Nächster Kommentar. Mir passiert es sehr oft, dass Männer ihr Geschlechtsteil zeigen. Also wohl, dass sie Bilder davon zuschicken oder gleich, wenn die Webcam aufgemacht wird, es zeigen. Nächster Kommentar. Manche Leute masturbieren einfach vor einem. Die Dame meint wohl, dass es Männer gibt, die einfach vor ihr masturbieren, wenn sie die Webcam anmacht. Nächster Kommentar. Wenn ein westlicher Ausländer Nacktfotos anfordert, rede ich mit dem nicht mehr und blockiere den. Nächster Kommentar. Ich blockiere solche Männer immer. Manchmal rufen solche oft an. Die meint wohl, über Facebook oder sonstige sozialen Medien rufen solche Männer an. Nächster Kommentar. Das stimmt, das ist mir schon oft passiert, also dass Männer Nacktfotos anfordern. Ich habe schon mehrere Leute deshalb blockiert. Nächster Kommentar. Das stimmt, das ist mir schon sehr oft passiert. Nächster Kommentar. Das ist mir sehr oft passiert. Das ist wirklich schlimm für mich, dass man nur solche Leute trifft. Nächster Kommentar. Das kam nicht rechtzeitig. Also mein Videoclip, meint die Dame wohl. Ich habe schon alles von mir gezeigt, weil ich auch alles von ihm im Gegenzug sehen möchte. Das war mal ein lustiger Kommentar, der das auf die Schippe nimmt oder es vielleicht auch im Ernst so meint. Die Frau hat in jedem Fall Humor und ihr macht das wohl nichts aus, wenn sie Nacktfotos zeigen sollen. Ja, solche gibt es auch, aber sicher die Minderheit. Nächster Kommentar. Das ist wahr. Die denken, dass sie weit weg sind und es ihnen deshalb alles egal ist und sie sich alles getrauen. Das mache ich nicht mit. Habe viele von solchen Männern online getroffen. Vielen Dank. Also es gab wirklich viele Damen, die gesagt haben, dass das ihnen sehr oft passiert, dass Männer Nacktfotos von ihnen anfordern und die auch klar machen, dass sie gar nichts davon halten. Nächster Kommentar. Die Dame schreibt teils auf Englisch und teils Thai mit lateinischen Buchstaben als Umschrift. Übersetzt, Phalangs, also westliche Ausländer, zeigen gerne ihr Geschlechtsteil. Nächster Kommentar. Mein Freund ist Phalang, also westlicher Ausländer, aber der wollte nie irgendwelche Nacktfotos sehen. Von solchen Kommentaren gab es auch ein paar, die also betonen, dass ihr ausländischer Freund sowas nicht macht. Nächster Kommentar. Nicht nur westliche Ausländer machen das. Wenn man es ihnen nicht zeigt, also in Nacktfotos, dann reden sie mit einem nicht mehr. Nächster Kommentar. Und Phalangs, also westliche Ausländer, die einem erst einmal Fotos schicken, bevor sie
einen überhaupt begrüßen? Sie meint wohl Fotos von ihrem Geschlechtsteil schicken, bevor sie überhaupt eine Nachricht schicken. Nächster Kommentar, stimmt, ich getraue mich deshalb gar nicht mehr Ausländer hinzuzufügen. Nächster Kommentar auf Deutsch. Danke, dass du erklärst. Richtig, es ist respektlos. Es gibt auch viele Deutsche. Also es gibt auch viele Deutsche, die das wohl machen und die Damen nach Nacktfotos fragen. Nächster Kommentar. Das stimmt. Männer, die Frauen respektieren, egal welcher Nationalität, die fragen nicht nach sowas. Also die fragen nicht nach Nacktfotos. Nächster Kommentar. Ich bin es immer nur, die es, also wohl das Geschlechtsteil, von meinem Freund anschauen will. Das ist jetzt schon der zweite Kommentar in die Richtung und es gab tatsächlich noch ein paar andere in diese Richtung, aber die mit Abstand meisten gingen natürlich in die andere Richtung, also dass sie das mit den Nacktfotos nicht abkönnen. Nächster Kommentar. Um es direkt zu sagen, die, also die westlichen Ausländer, sehen fast 100% der Frauen als Huren an. Nächster und letzter Kommentar. Viele Länder im Ausland denken meist, dass Thai-Frauen alle ihren Körper verkaufen. So, das waren die Auszüge aus dem Feedback bzw. den Kommentaren auf meinem Video auf meinem Thai-TikTok-Kanal. Also sehr viele bestätigen, dass viele westliche Männer solche Nacktfotos anfordern und dass sie das unerträglich finden und sie sich dadurch respektlos behandelt fühlen. Darüber hinaus sagen viele auch, dass westliche Männer einfach ungefragt Nacktfotos von sich oder Fotos von ihrem Geschlechtsteil schicken, teilweise ohne, dass man überhaupt ein Wort ausgetauscht hat. Da wundert es einen nicht, dass bei vielen Thai-Frauen, die es mit solchen westlichen Männern zu tun hatten, westliche Männer als obszön und pervers verrufen sind. Ansonsten waren wir in jedem Fall, wie gesagt, sehr viele Damen in den Kommentaren dankbar für dieses aufklärende Video, mit dem ich über 400.000 Leute erreicht habe. Ich bin froh, dass ich da etwas helfen konnte, denn wie gesagt, vielen Thai-Damen ist es mit den Nacktfotos extrem unangenehm, erst recht auch, weil es einfach so konträr zur thailändischen Kultur ist. Was meint ihr zu Männern, die gleich am Anfang Thai-Frauen nach Nacktfotos fragen oder eigene Nacktfotos den Damen zuschicken? Wie glaubt ihr, dass es dazu kommt, dass sich das viele westliche Männer bei Thai-Frauen getrauen, aber das niemals in der Heimat machen würden? Bitte teilt eure Meinungen und Ansichten zu diesem Thema uns in den Kommentaren mit. Falls ihr das Video informativ fandet, bitte Daumen hoch klicken und teilen. Vielen Dank! Bald gibt es weitere informative Videos über Thailand auf meinem Kanal mit Tipps und Infos, die wichtig sind für Auswanderer und Leute, die in Thailand Urlaub machen möchten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bitte meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke klicken. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.